Ich habe wirklich gerade das Gefühl, mein linker Stiefel läuft voll. Hallo, hier ist der Floggy, heute mal wieder vom Kolditzberg mit meiner lieben Niki. Heute sind wir mal hier am 470 Meter Eingang, den wir ja letztes Jahr entdeckt haben. Da stand ja das Wasser arschhoch und da ja jetzt lange kein Regen gefallen ist, haben wir uns gedacht, der Wasserstand ist vielleicht ein bisschen niedriger und deswegen wagen wir uns heute noch mal da rein. Was wir da entdecken, das seht ihr jetzt. Los geht's! So, wollen wir mal gucken. Es bleibt spannend. Noch ist klares Wasser. Aber nicht mehr lange. Hier ist auf jeden Fall angenehm kühl. Dass noch meine Lampe angeht. Was ist hier drinnen? Ah, na prima. Äußerst erfrischend, gell? Ja. Oh, hier, das sieht übelst cool aus hier gerade. Aber sehr viel Schlamm. Ich habe ja eine übelste Wolke aufgewirbelt hier. Und es ist sehr kalt. Also draußen sind bestimmt so boah, in der Sonne auf jeden Fall ein paar 20 Grad, 25 Grad. Und wir sind jetzt hier mit Watthose den Berg hoch. Und jetzt ist hier drin richtig schön kalt, aber so richtig schön. Also ich würde sagen, hier hinten geht es jetzt erstmal durchs Wasser. Und hier hinten geht es dann wieder nach oben, also ohne Wasser. Wir gehen erstmal in die Richtung ohne Wasser. Also ich habe gerade das Gefühl, mein linker Stiefel läuft voll. Ich hoffe mal, das ist einfach nur kalt und meine Watthose ist nicht kaputt. Also Wind geht hier irgendwie nicht. Also das hier bewässert ist so richtig. Merke ich jetzt keinen Luftzug oder so. Auf jeden Fall wird es hier erstmal lieber seichter. Ich habe definitiv Wasser im linken Stiefel, das passt mir schon mal gar nicht. Da habe ich schon die guten Dunlop und die sind undicht, das ist schon wieder geil. Also das scheint hier mit Gefälle zu sein, hier kommt das Wasser gelaufen, das staut sich dann da vorne an. Ah, prima. Draußen wird es dann garantiert wieder angenehm, aber jetzt ist das gerade sehr beschissen. Ich hoffe mal, das ist nicht von allzu weit oben reingelaufen, aber ich glaube, mein Bein ist auch nass. Toll, ja. Beine sind dicht. Ja, rechts ist bei mir auch dicht, aber der linke Fuß steht gerade, ist gerade im Wasser. Ich frage mich, wann die kaputt gegangen sein sollen, die hab ich das immer angehabt. Also hier stand bestimmt auch mal Wasser. Ja. Ihr Hals bis ja. Auf jeden Fall. Scheint hier auch nicht viel los zu sein. Also ich sehe jetzt hier keine Fußspuren. Das scheint doch alles frisch weggeschwemmt zu sein. Hinten ist eine übelste Versinterung. Scheint im Allgemeinen sehr feucht und schlammig hier zu sein. Also ich schätze mal, wenn es richtig regnet, ist das hier weiter abgesoffen. Nein, wir sind doch nicht die Ersten. Guck her, hier ist schon jemand drin gewesen. Sieht auch fast so aus wie meine Fußspuren. Hat bestimmt auch dieselben Watthosen wie ich. Hoffentlich haben den seine dicht gehalten. Also hier war schon jemand, wir sind nicht die Ersten. Ja, eine sehr schöne Versinterung. Hier, die sieht fast aus wie ein Eiszapfen. Geht weiter nach hinten. Ich kann gerade zum Stehen hier, das geht.
Oh, hier sind ja richtig coole Stalagmiten und Stalaktiten. Richtig coole Versinterung hier. Das ist ja krass. Das sieht ja cool aus. Sieht aus wie so ein Heinzelmännchen hier, so ein Bergwerkszwerg. Cool. Zipfelmütze, ja, da hat irgendwas in der Hand. Das ist cool. Ey, das fetzt. Ja, oh, was könnte das sein? Du siehst doch immer so gut Sachen. Das fällt ja dann immer aus den Fotos so richtig auf, gell? Das sieht doch cool aus. Nicht schlecht. Oh, hier hinten. Was hast du? Ja, hier, das hier ist noch so ein Ameisenhaufen. Oh, das sieht ja richtig cool aus hier. Guck mal, das hier oben, so ein Fächer. Ey, absolut. Wahnsinn. So eine Flosse vom Drachen hinten hier. Hier ist noch einer. Zipfelzweier. Einwandfrei. Da haben wir schon gleich hier, haben wir schon wieder interessante Sachen entdeckt. Also hier haben wir einen Abzweig, da hinten ist ein Blindstollen. Geht es auf jeden Fall nicht weiter. Müssen wir jetzt hier nicht durch den Matsch durchlaufen. Wir gucken mal nach links hier rüber. Oh ja. Was ist das? Der Tropf, das sieht aus, als wenn irgendwas so eine Hand raushält oder so. Krass. Richtig cool. Den Ausgang sieht man von hier auch noch. Hier haben wir noch etwas Gehölz am Boden. Ein bisschen rostiger. Was ist hier passiert? Hier hat so Schlamm reingespült oder was? Sieht ja auch krass aus. Ja, hier hinten ist verbrochen. Was? So, hier hinten haben wir auch hoch. Da hört es dann auf, wie es aussieht. Das ist ein bisschen Holz. Hier wird es feucht. Das ist aber auch ganz schön eingebrochen. Oh, hier, das sieht ja richtig cool aus hier. Wow. Hier scheint euch etwas Größeres zu sein. Das hat sich jetzt so angehört. Hier hinten haben wir so das Wasser plätschern hören. Haben wir eine Grotte entdeckt hier. Cool. Ah, hier geht's hoch. Kommt von oben runter, also es ist ganz schön nass. Also hier geht ein Schacht nach oben. Oh, ich gehe jetzt nicht weiter hoch. Kommt Wasser gelaufen. Ey, das sieht ja richtig cool aus hier auf jeden Fall. Hier liegen auch schon Holzbalken. Also hier geht ein Schacht hoch. Wer weiß, was hier noch runterkommt. Das sieht ziemlich morsch aus. Ich liege auch gerade hier am Boden und werde richtig nass. Also man kann jetzt hier hochklettern. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Vor allen Dingen ist das hier auf dem Schiefer auch ziemlich rutschig. Also hier geht es auf jeden Fall hoch.
Hier ist richtig nass, das ist wie beim Duschen hier. Oh. Ja, auf jeden Fall. Feuchtfröhliche Angelegenheit. Ich gehe jetzt wieder raus hier. Eieiei. Hä? Ich wollte jetzt mal gucken, wenn wir mal hier sehen. Ich bin schon nass. Da kann ich mich auch noch ordentlich einsammeln. Also bis jetzt hat es sich schon mal gelohnt, auch wenn hier zu Ende ist. Was denn? Hier, ich lade schon. Doch, auch hier sind noch Pilze. Es hat sich schon mal rein von den Aufnahmen, die man hier machen kann, echt gelohnt, hier reinzugehen. Definitiv. Das sieht ja cool aus. Guck mal, das sieht aus wie so eine Hand, die einen Zapfen mit Wasser drin hält oder so. Das ist ja cool. Und die merkwürdigen Pilze sind hier wieder. Essen würde ich die nicht. Also dient der Schacht hier wahrscheinlich, der Stollen hier wahrscheinlich mit dem Schacht hier oben zur Bewetterung oder so. Das kann natürlich sein. Das sieht doch cool aus hier. So, jetzt geht's wieder rein ins Wasser. Und jetzt läuft den Stiefel noch weiter folgen. Also hier ist der Wasserstand, hier sieht man es ganz gut, hier ist Wassersäule hier. Ist auf jeden Fall weniger. So, da wollen wir nochmal hier reingucken. Also man sieht jetzt gar nichts mehr, jetzt ist das natürlich so aufgewirbelt hier. Also das scheint jetzt durchgehend mit Wasser voll zu sein hier. Das muss man sehr, sehr vorsichtig machen. Hier liegt irgendwas. Aufpassen, dass ich hier nicht in irgendwas reindreht oder dass hier auf einmal ein Loch ist und ich bin dann verschwunden. Trotz Wasser kann man ja jetzt erstmal hier höchstwahrscheinlich schnell mal einen Abflug machen. Da nützt dann die Watthose gar nichts mehr. Ja, hier muss man sich jetzt vorsichtig vorwärts tasten. Man weiß nicht, was auf dem Boden ist. Man sieht überhaupt nichts hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier noch mal rumgeht oder ob hier Schluss ist. Sieht fast so aus, als wenn es hier noch mal rechts rumgeht. Jetzt wird auch das Wasser ein bisschen seichter. Ja doch, hier geht noch mal rechts rum was ab. Es ist noch nicht zu Ende. Also hier war der Wasserstand auf jeden Fall auch schon höher gewesen, wenn man hier mal guckt. Sieht man hier, dass wir jetzt wahrscheinlich den richtigen Zeitpunkt gewählt haben, um hier reinzugehen. Auf jeden Fall vom Wasserstand her. Da sieht man jetzt auch den Boden wieder. Also so tief ist es jetzt nicht mehr, jetzt ist es wieder ungefähr knietief. Dann geht es wieder nach links. Es bleibt weiterhin spannend. Keine Ahnung, ob der Schluss ist jetzt oder ob es da noch weitergeht. Aber man scheint wieder halbwegs aus dem Wasser rauszukommen. Oh, hier geht es auch nochmal links. Ja. Hier ist verloren. Und hier ist auch zu Ende.
Hier geht es nicht weiter. Was ist denn das hier unten? Fledermaus-Guano im Wasser oder was? Oder sind das Würmer? Das könnte Fledermaus-Pupu sein. Ja, guck. Wir haben steinharte Würste gemacht, Junge. Die sind voll auf den Boden gesunken. Hier ist auch Schluss. Sieht aus, als wenn das hier mal rausgebrochen ist, noch nachträglich. Ja, sieht auf jeden Fall auch noch gut aus hier. Hier ist eine schöne Schiefer. Hier so, der Schiefer ist nochmal schön hier gewellt. Das sieht auch richtig gut aus hier. Nicht schlecht. Ja, eingangs saugt sich es auch nochmal irgendwie schön fest hier. Das ging jetzt die ganze Zeit. Und hier. Oh, jawohl. Und jetzt nochmal bücken und durchs Wasser und das war nochmal draußen. Eieiei. Oh. Auf den Knien durch den Schlamm. Oh. Oh, so. Und es ist gleich wieder warm. Sehr schön. Das war es jetzt hier aus der 470 Meter Sohle am Kolditzberg. Jetzt wissen wir, wo sie hinführt. Ich habe jetzt einen nassen linken Fuß, weil meine Watthose irgendwie undicht ist. Ich habe aber jetzt noch nicht rausgekriegt. Wo? Müssen wir mal gucken. Ja, sage ich an der Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wascht immer schön den Abstand. Macht's gut. Ja, so. Wollen wir mal gucken hier. Ich glaube, rechts hat ja noch dicht gehalten, aber links ist so wirklich nur hier unten. Muss irgendwo, ab wo ist die Hose nass, ab hier, es ist wirklich so im Gummistiefelbereich, es ist abgesoffen, hier muss irgendwo ein Loch drin sein. Prima, wie kriege ich das jetzt raus? Scheiße. Und jetzt habe ich irgendwie, ne, wollte ich anders. Da ja, der Wasserstand, weiß ja nicht, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach. Ja, was wie? Mit Blatt. Mit Blatt im Gesicht. Also es endet dann auch irgendwann da drinnen. Das sind nochmal sehr interessante Verfahren. Wollte ich schon machen, weil ich das auch bei deinen Videos mache.